Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Sam & Max Hit the Road. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir hier diese Dings gemacht haben. Wreck-A-Rat. Ich hatte den Part so ungefähr 6 Minuten oder so schon aufgenommen. Da hat auf einmal Scum VM meinte, ey, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Jetzt lassen wir mal alles failen und es ging gar nichts mehr. Und da hatte ich auch dieses Ding da hinten aufgenommen. Werde ich nicht tun, wenn mein Inventar war auf einmal weg, beziehungsweise komplett leer. Und wir reden aber nochmal mit dem guten Herrn hier. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Geht sofort los. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Der letzte Satz von Sam ist einfach nur genial. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Oh wei, oh wei, oh wei. Was hatte ich noch gemacht, wo wir bei der ersten Aufnahme mal... Und danach ging aber gar nichts weiter. Ein Schweizer Taschenkegel. Ist das wohl? Oh, again. Noch ein bisschen früh am Morgen. Aber Let's Playen vertreibt Kummer und Sorgen. Am frühen Morgen. Boing. Das hat sicherlich Spaß gemacht. Nochmal, nochmal, nochmal. Nein. Wiederbelebung à la Max. Die Musik ist cool. Geil. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Ja, vielleicht später. Wir dackeln erstmal. Zu dem Tunnel der Liebe, wenn ich den finden sollte, das ist der hier bestimmt. Nehme ich mal an. Lost and Found. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Ich verlor meinen jugendlichen Enthusiasmus und mein knackiges, gutes Aussehen. Wenn ihr nicht verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt. Wie empfindsam. Die Gags, die hier sind, ey, einfach nur herrlich. So. Ach, stimmt, das war ja das hier. Stimmt. Das hatten wir hier, das war geschlossen, genau. Die Musik ist so herrlich vom Zirkus, ey. Ah, hier ist der Tunnel der Liebe. Steht denn irgendwer rum? Nope. Ja? Wir brauchen ein Freiticket. Ach so. Aha. Ah, hier kommen wir auch raus. Ah, okay. Wie kommen wir... Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Ja, jetzt ist sie ja trotzdem weg.
Dann können wir uns jetzt das Ding ja doch nehmen. Oh, jetzt ist das Inventar trotzdem weg. Was soll denn der Mist? Hier, gib mir mal bitte eine Freikarte. Ich möchte die gerne haben. Fragen? Tut das nicht weh? Ganz schön. Ich glaube, es gibt dabei einen Trick. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Deine Dummheit gibt all denen Hoffnung, die sich wie ich am unteren Ende der Nahrungskette befinden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wie geil. Nee. Gut. Nee. Oh, Sam, wie geil das einfach war. Können wir mit denen hier mal quatschen? Die können doch hier ausdrucken. Hallo. Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Immer noch auch nicht. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur. Ach so, aus ist grün und plastikartig. Grundgütiger. Er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Genau. Ich wette, das Leben ist für euch eine unglaubliche Qual. Um ehrlich zu sein, nein. Sprich nur für dich selbst. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Ja, Inventar ist auf einmal leer. Na, ich will das hier. Hä? Halt. Wo kriegen wir jetzt eine Dings bitte schon her? Eine Freikarte. Ihr sagt, dass wir auch irgendwie. Warte, jetzt, warum sind eigentlich unsere ganzen Sachen jetzt wieder weg? Das verstehe ich auch nicht. Wenn wir jetzt das normal machen, kriegen wir die Taschenlampe dann eigentlich nochmal wieder? Das kann ich nicht aufheben. Ah, ja. So, wollen wir probieren. Oh, ups. Sorry, Smacks. Das war nur ganz leicht mit Absicht. Ich glaube, 35 durch beim letzten Mal gehabt, ne? Weiß aber nicht zu wie viel ich da falsch kaputt gehauen, nicht getroffen hatte. Ups. Ich gucke jetzt auch am besten gar nicht hin. Ich konzentriere mich nur auf diese hässlichen Ratten hier. 36. Okay. Ich glaube sogar einen mehr. Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Scheinen keine Preise mehr vorhanden zu sein. Nee, okay. Nachdem ja mein jetzt Inventar komplett weg ist, warum auch immer. Aber scheint ja so zum Spiel zu gehören. Was macht ein Max da? Max, alles gut mit dir? Oder hast du irgendwas getrunken? Oder? Nee. Vielleicht kriegen wir hier noch was bei Howlin' Lucas. Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen. Aber sicherlich Max. Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Du bist mein Held, kleiner Freund. Immerhin, er hat's geschafft. So, wo kriegen wir jetzt trotzdem, das ist jetzt, glaube ich, so das Wichtigste. Dass wir... Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das ist ein Mülleimer, ups. Ja, wir brauchen jetzt trotzdem irgendwo eine Freikarte her. Nur wo? Das ist die Frage. Max, geh mal da rein. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Nee? Ich glaube, dass dieser hässliche Schwan früher mal ein hübsches Entlein war. Wir brauchen ein Freiticket. Aber wo kriege ich das Freiticket her? Vielleicht müssen wir doch jetzt erstmal aus dem Zirkus abhauen. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo anders hin können.
Weil, kein Plan. Vielleicht ist ja auch. Dann unser. Ne, wir können wieder nur hier, ja? Nach Hause? Ne, mit Haus trotzdem weg. Oh, das nervt mich so ein bisschen hier. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Das kann ich nicht aufheben. Ja, dann fahren wir. Wieder zurück. Zum Zirkus. Die anderen Dinger können wir nicht benutzen. Ich muss schon Geld. Gehen wir nochmal hier rein. Jetzt haben wir da eine Knarre. Oh. Was ist denn das? Jesse James, abgetrennte Hand. Und sie zuckt noch. Ah, okay. Daran erinnere ich mich bei Sam and Max von Telltale Games. Hängt Jesse James' Hand aus in ihrem Apartment. Aber dazu irgendwann mal mehr. Sonst noch irgendwas hier? Er ist nicht mein Typ. Macht Max das schon wieder? Ey. Das ist so doof. Hey, Cashmans. Was wollt ihr? Nur quatschen. Seid ihr sicher, dass es nichts mehr gibt, was ihr uns über Bruno erzählen könntet? Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Ich habe echt alles vergessen, was ihr uns über Trixie gesagt habt. Sie ist ein nettes Mädchen mit Vorliebe für lange Jungs. Für lange Jungs. Wie war das nochmal mit Conroy Bumpus? Erwähnt diesen Namen nicht in unserer Gegenwart. Er ist ein kranker Schnösel. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Also die geben uns auch kein Freiticket. Okay, reden wir mal mit dem. Könnten Sie bitte ein Hemd anziehen? Nein. Sonst noch was? Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Sonst noch was? Ein Mambo-Fan, ja. Haben Sie mit Bruno gesprochen, bevor er flüchtete? Wie hätte ich das machen sollen? Er saß in einem Eisblock. Ah ja. Was wissen Sie über Trixie? Absolut nichts. Wir haben nie miteinander geredet. Niemals. Ach, verdammt. Gut. Lost and found. Jesse James, abgetrennte Hand. Und sie zuckt. Geh weg, Inventar. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Achso, ich dachte, sie sind verloren und wir haben es gefunden. Hätte ja sein können, dass das irgendwie geht. Aber es sieht nicht so aus. Wie gesagt, das ist es ist eins von diesen Schlössern, die man in Filmen immer aufballert. Brauchen wir also eine Knarre? Es hing ja eigentlich eine Knarre da, aber die könnte ich nicht nehmen. Wir könnten nur Jesse James Hand nehmen. Er ist nicht mein Typ. Ja, war auch das Falsche. Hey, du da mit den Tattoos. Was? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus denen Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Ah. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Pfundsachenzelt. Ah. Das macht Sinn, würde ich mal meinen, ne? Das ist... Das ist clever. Mal gucken, vielleicht... Oh, hoppala. Vielleicht haben wir ja da dann auch, noch ein paar andere Sachen hier dabei. Kann ja alles möglich sein. Vielleicht packt er ja auch mehr jetzt. Also vielleicht kriegen wir, wie gesagt, mehr wieder. Oder wir kriegen vielleicht was komplett anderes. Das ist ein Berechtigungsschein für das... Ja, ja. So. Nehmt mal her, unser Zeug. Ich komme immer noch nicht über Ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Ja. Nun, das ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen können. Alles euch. Alles, siehst du? Ich fühle mich wieder vollständig. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr. Jawohl.
Wow, das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Ah. Ist da irgendetwas von Popcorn, Sam? Tut mir leid, kleiner Freund. Was ist das? Magnetfisch? Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Hä? Okay. Interessant. Soll mir recht sein, dass wir da jetzt Welt der Fische haben, ist bestimmt später noch relevant. Oder vielleicht auch schon früher, als ich denke. Ist ja alles möglich. So, dann benutzen wir mal. Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Oh boy, ich denke... Mal gucken, ob irgendwas zensiert wird. Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Milton. Der Himmel ist ein Ort, wo nie etwas passiert. David Bryan. Jetzt haben wir hier. Wow, was für eine liebevolle Nachahmung von Evelyn Morrisons Klassiker Die Rache des Kiemenkerls. Du solltest wirklich öfter ausgehen, Sam. Die Rache des Kiemenkerls. Max liebt solche romantischen Augenblicke. Na? Max liebt solche romantischen Augenblicke. Von hier aus komme ich nicht dran. Das war's schon, wie es aussieht. Hier müssen wir gar nicht irgendwas machen. Haben wir die ganze Zeit da hinguckt. Jep, sag ich, jetzt kommen wir wieder raus. Also das hat Spaß gemacht. Igitt, ich glaube, ich habe eine Schwanenallergie. Was haben wir hier eigentlich so alles? Ja, eine Taschenlampe ohne, hä? Was war das eigentlich? Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Ach so, das ist einfach nur eine Linse. Okay, nochmal rein da. Irgendwas müssen wir gerade hier mit dem Willst Strom machen. Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Warum nicht? Ich dachte, irgendwas müssen wir da machen. Ich würde sagen, bei dem letzten Bild, da müssen wir drauf, weil das sah ja doch relativ groß aus. Das kann ich von hier aus nicht benutzen. Wenn das hier mal nicht so gehen. Nee, scheint auch nichts zu machen hier. Und jetzt kommt dieser der Strom. Das ist mein kleiner Bruder. Oh, ja. Bereit zur Tat. Ja. Gott sei Dank reagieren unsere heutigen Führer etwas zurückhaltend. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Ich kann nicht durch diese Tür gehen. Sie ist nur aufgemalt. Diese Fahrt macht mir immer noch Spaß. Ich glaube, wir müssen dort drinnen eine Aufgabe erledigen, Sam. Ja. Frag ich's was. Das ist eine miese Taschenlampe ohne Glühbirne. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet. Diese Dinge... Ich habe keinen Plan, was wir da drin machen müssen. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Kein Plan. Wenn du darauf bestehst. Es hieß nur, dass wahrscheinlich Bruno sein Kumpel da ist. Irgendwas sagt mir mit dem Strom, weil da muss ja irgendwo eine Leitung dann offen sein. Alter, also, wie gesagt, kein Plan. Jesse James hat die Hand und sie zuckt. Ja, und sie zuckt noch. Das ist mein kleiner Bruder. Oh. Ja. Du
wieder Hand zum Leben erwecken. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Das sind grattiert. Es ist ein Wischel. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Ich hab keinen Plan. Echt nicht, ich hab keinen Plan. Der Strom geht mir ein bisschen so auf den Zeit. Schon geil, das gibt's doch nicht. Halt. Das ist auch zum Brechen so ein bisschen. Es beginnt mich zu frustrieren. Ich weiß, dass da drin etwas sein muss. Ja, yeah, schön, dass es euch auch zur Frustration bringt. Du hast gesagt, wir sollen da rein. Hey, du da mit den Tattoos. Was? Du bist sicher, dass du nichts über Bruno weißt? Nee, in dieser Beziehung bin ich schrecklich eigen. Aber vielleicht solltet ihr wirklich den Tunnel der Liebe ausprobieren. Tschö. Wollte ich auch gerade sagen. Na, los, geht mal dahin. Weiter geht nicht raus. Och, Menno. Müssen wir den langen Weg nehmen. Aber ich habe keinen Plan. Was soll ich da machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, was ich da machen soll. Die Fledermäuse vielleicht. Es wird dir auch nicht erklärt, was ich suchen soll. Also es hieß nur, dass er wahrscheinlich... Das ist schon fast egal, irgendwie. Oh, du musst gleich mal einen Kaffee reinpfeifen, ey. Sorry für meine Gärnerei hier. Aber es hieß ja nur... Ja. Es ist ein Büschel Fell von Bruno dem Yeti. Diese Dinge kann... Ja, dass ein Kumpel von Bruno da drin sein soll. Was anderes hieß es nicht. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Einmal mach ich's nur. Wenn du darauf bestehst. Ansonsten, da wüsste ich echt nicht, was ich da drin machen soll. Das ist echt... Das kann ich von hier aus nicht benutzen. Ja, von da aus nicht. Wir haben aber nichts, was... Würde es geschmacklos sein, die Schlange anzufeuern? Sag ich nur, dass wir vielleicht Sam benutzen müssen, dass Sam dahin springt oder so. Es ist ein starker. Oh, ja. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Mein Inventar, komm her, ja. Das ist eine miese. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Es ist nicht zu fassen. Ich hab keinen Plan, Leute. Es ist eine Skurrile. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Es muss irgendwas mit den Fledermäusen sein. Definitiv. Aber ich habe auch gerade keinen Nervtofitz da. Ständig rein und raus, rein und raus, rein und raus. Ich glaube, diese Fahrt ist völlig für einen Fasan. Es ist ein Schwarm, Sam. Außerdem glaube ich, dass wir die Fahrt irgendwie unterbrechen müssen. Ah ja. Unterbrechen. Wie sollen wir hier was... Vielleicht mit den Magneten selber. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Wenn du darauf bestehst. Also wir müssen das Ding zum Anhalten bringen. Das ist schon mal ein kleiner Tipp. Danke, Bex. Ey, ist doch zum Brechen. Ist doch zum Brechen. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Wir müssen die Fahrt unterbrechen. Wie sollen wir die Fahrt unterbrechen? Das ist mein kleiner... Mensch, du komm. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Jesse James abge... Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Es ist ein Bild. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen.
Es ist ein... Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen... Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Zum Brechen. Guck, ich hätte Max jetzt noch einen anderen Tipp auf Lager. Wer weiß, euch. Ich bin bereit aufzugeben. Aufzuleuchten, Sam. Leuchten, Lampe. Ha. Aber wie kriegen wir hier Strom rein? ich hau mir doch dann mal zur Fischwelt ab. Das machen wir im nächsten Part, weil, wie gesagt, ich brauche jetzt wirklich erstmal einen Kaffee. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Geht auf Twitter und auf Facebook, um auf dem Laufenden der Dinge zu sein. Bis dahin, macht's gut.